Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2. Ja, weil ich so langsam merke, dass mittlerweile so, ja, wie soll man sagen, es sinkt so die Qualität unserer Waffen gegenüber der Feinde, und von daher werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen, was dagegen zu tun. Nicht neu aufkaufen oder so. Wir haben schon ziemlich viel freigeschaltet. Nein. Ich würde mal anfangen, hier die gesamten Ortschaften, die wir hier schon alle haben, mal so langsam so itemmäßig zu entleeren. Mal auf 100% zu bringen. Hier muss doch irgendwo was sein. Da jedenfalls. Ja, das Radar ist das kleine Kästchen oben. Kästchen. Die kleine Halbrundung oben an der Karte dran, die gerade blinkt. Weil wir halt ein Teil gesehen haben. Ein Waffteil. Wie gesagt, weil wir nah dran sind. Jetzt ist es weg, jetzt hat das Blinken noch aufgehört, und jedes Mal, wenn wir uns als einem Teil nähern, geht das Radar an, fängt an zu blinken. Finde ich auch sehr hilfreich. Und deshalb fliege ich dann immer gerne hier so rum. Da merke ich jedes Mal, wenn so ein Teil in der Nähe ist. Oder wenn auch keine Teile in der Nähe sind, anscheinend haben wir hier jetzt schon alle geklaut. Nein, jetzt schmier ich ab. Was soll der Scheiß? Hier ist schon wieder am Lecken. Das hat schon beim letzten Mal, als wir in diesen Gasbehältern waren. Die haben irgendwas Lecken erzeugendes. Irgendwas Leckschaffendes. Vielleicht da oben. Ich könnte wetten, dass es hier oben oder so ist. Weil direkt da tatsächlich eine Geldkassette. Zu spät. Aber wir haben sie. Das sind jetzt schon mal alle Teile. Das bedeutet aber noch nichts. Denn wir brauchen ja nicht nur alle Teile. Nein, wir müssen die Ortschaft 100% abzuschließen und noch alles zerstören. Sollte mit dem Heli aber kein Problem sein. Ich glaube, der ist bewaffnet, oder? Hoffe ich jetzt mal, dass der bewaffnet ist, und jetzt müssten wir noch einen kaufen und leicht bewaffnet. Sollte aber ausreichen. Entschuldigung, wenn man noch leicht erkältet. Schon. Und wir kriegen da alles schon Chaos und Geld, was sie wieder Geld haben. Ich glaube, da vorne ist auch noch eine, und da unten sind noch ein paar Spieltanks. 74% erst. Da muss aber noch wieder mehr Geld drin sein. Das macht richtig Spaß, Leute. Ich muss doch jetzt noch irgendwo irgendwie
viel Zeug sein. Oder? Schon hier vorne. Ja, am Sendemast. Am Sendemast ist das weiße ein Generator. Die gehen jetzt auch noch kaputt, 91%. Heißt, wir müssen noch irgendwo zwei, drei Sachen. Oh, ich hab schon was. Abgeschlossen. Perfekt. Mal gucken, ob wir hier noch was in der Nähe haben direkt. Irgendwas, wo wir was kaputt machen können. 70% erledigt. Ich glaube, das ist der Militärstützpunkt von der ersten Mission. Ja, setzen wir uns den noch als Ziel. Das war witzig! Ja, finde ich auch, das war witzig. Und deshalb machen wir uns direkt auf zum nächsten. Die sieht richtig aus wie eine coole Festung da oben. Nehmen wir ihn doch schon mal unter Beschuss. Wir treffen hier ein paar, weiß ich, Soldaten. Arme Leute, die für den verrückten Baby Panay arbeiten müssen. Sklaven oder sonst irgendwas. Aber ich kann mich daran erinnern, dass hier direkt hier hinter Flugabwehrstellung war. Denn da vorne ist die Statue von ihm. Aber nein, die musste man in die Luft springen. Von daher können die ja gar nicht vorhanden sein. Also ich sehe schon mal auf meinem Radar, dass es noch Sachen zu holen gibt. Dass ihr hier was habt. Der Generator wird doch verpassen, oder? Ja. Jetzt. Wird auch im Arsch sein. Der Sendemast zum Arsch. Da vorne ein Sprittank. Fangen. Und ich weiß, dass hier irgendwo eine Flak ist. Ich meine direkt da vorne. Aber die war voran zu bedienen, also kann man die nicht zerstören. Noch ein 4% pro Teil. Und da vorne ist ein Baby. Den lassen wir jetzt aber erstmal in Ruhe. Und hier war so eine Kuppel. Hinten. Okay, vorrücken, wir haben ihn! Ja, da versucht schon er die Flak zu benutzen. Also. Das gehört nämlich mit hierzu. Radar, 5 von 75 haben wir schon insgesamt zerstört. Ja, das ist doch. Noch irgendwas hier? Ja, ich merke was hierher kommt, dann müsste. Ah, da, ich sehe den Schatten. Jetzt sehe ich das Original und ist genauso scheiße wie der Schatten. Stürzen mich genauso schnell zu ihm und hinunter. Hier sieht's nicht nach so viel aus. Oh, ein Heal-Teil. Wie gesagt, ein Rüstungsstück. Komm her. Genau 700 Kills, ja, das ist doch. Das ist doch schon ein Special-Wert. 700 Kills Special. Gibt's, glaube ich, gar nicht. War doch vorher, war hier mal eine Kiste. Den Mund. Stehe hier mit einer Knarre rum, der hat ja wohl einen Dachschaden. Ja, der da hinten hat wenigstens ein Maschinengewehr.
Rüstungsstück. Und laut meinem Radar gibt es hier nichts mehr zu tun. Also zurück zum Hubschrauber. Und wir fliegen weiter. Gibt's? Doch, hier gibt es noch was zu tun, Leute. Leute, gerade gesehen. Gerade gesehen. Aber das mache ich nicht. Doch, das mache ich jetzt mit. Doch, muss ich einfach. Hoffen, ich schaffe es, irgendwie hier so irgendwo zu landen. Denn Drogen. Oder Schädel oder so. Jedenfalls auf meinem Radar. Schädel. Schädelstab. Steckt im Boden. Oh Gott. Für so einen Scheiß steig ich aus dem. Naja. 500 Chaos hat das gebracht, was das auch an Chaos verursacht, wenn man Schädel einsammelt. Wir haben einen heiligen Hula-Schädel gefunden, Scorpio. Die Schädel gehören unserem Volk, sind aber über ganz Palau verstreut. Bitte spüren Sie sie für uns auf. Kein Problem, immer wenn ich sie auf der Karte sehe, will ich mir schnappen. Hoffentlich, Anni, das Drahtseil von der Gondel sehe ich gerade unter mir und es muss doch noch mehr als ein paar Teile zu holen geben hier. Muss doch noch irgendwas kaputt machbar sein. Kaputt machbar. Zerstörer. Ich sehe das Teil. Ich sehe mir kurz was an. Ist das der gleiche wie den ich gerade fliege? Mit Bewaffnung? Lass mich gucken. Ja, der hat eine Waffnung. Ja, hat er. Also Bewaffnung hat er. So viel heißt wie. Oh, 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 jetzt sehe ich was, was ich kaputt machen kann. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Gibt's davon noch mehr? Scheinbar nicht so. Denn werde ich jetzt erstmal versuchen, hier so leicht zu landen. Oh shit! Na toll. So hat es mir auch noch nie passiert, hat ein Auto. Oh toll. Jetzt stecke ich hier irgendwo in der Klemme. Geklemmt habe ich jetzt wohl mal im wahrsten Sinne des Wortes. Hoch da! Ich drücke die ganze Zeit die Falschtaste. Und schon wieder war ich die ganze Zeit die falsche Taste am drücken. Ich kann euch auch sehen, Leute. Boah, Leute, was geht denn hier los, ey? Wir stürzen uns hier noch in den Tod, ey. Todesmutig, wie wir sind. Tut euch weg. Einfach nicht drauf. Und warum habe ich die Kiste da damals liegen gelassen? War ich denn bekloppt? Wieder 3%. Ja. Und da vorne ist erste Hilfe. Hab ihn verloren. Boah, schon wieder. Geht mir verdammt nochmal auf die Nerven. Und ihr klaut mir auch verdammt nochmal die ganze Munition. Ja komm, jetzt darf ich waffenmäßig umsteigen hier. Da hat der sogar mal richtig Komfi gerufen. Aber was gibt's denn hier noch so zu holen? Ne? Nach sehr viel sieht das nicht mehr aus hier. Hier ist ein Flak. Noch 3%. Also es kann eigentlich noch irgendwo da hinten ein Teil liegen. Ein Teil, maximal zwei. Hier hinten. Am Hauptstück, sage ich jetzt mal. Oder irgendwas zu zerstören. Was sieht mir eher nach Teil aus. Okay, vorrücken, wir haben ihn. Ich fliege irgendwie in die Richtung des Teils. Wo ist denn das Teil? Ich fliege wieder weg. In der Richtung.
soll ich doch ein bisschen hier unten auf, bevor ich schon ankomme. Vielleicht sehe ich ja irgendwo hier das Teil rum. Wo ist es? Ich sehe auf meinem Radar, hat es gerade geblinkt. Kurzen Augenblick hat es gerade geblinkt. Waffenteil direkt unter mir, na toll. Und oh, Scheiße, Mann, was machst du? Das war witzig. Ja, für mich aber nicht so. Öffne PDA. Ja, Leute, ein Granatwerfer und ein Panzer, Leute. Das ist doch. Jetzt können wir uns schon Panzer bauen, ne? Wenn wir schon mal auf der Karte sind. Da die Ansiedlung ja jetzt auch fertig ist, was können wir hier noch machen? Tingi. Ich glaube, da waren wir beim letzten Mal. Und da sind direkt zwei, also von daher wäre das ja kein schlechter Deal. Die liegt aber tief, die Anlage. Vielleicht ist das diese Ölbohranlage, die ich zuletzt gesehen hatte. Und die wir schon mal angegriffen hatten für die Reapers. Luftunterstützung unterwegs. Ankunft in 30 Sekunden. Kommt die Luftunterstützung aber richtig spät, aber der zweite Unterschlupf, den ich dahinter. Ach, das ist das Pano Falls Hotel. Ich wollte schon sagen, was ist denn das für ein komischer Turm da? Das war das Hotel. Okay. Dann, ja, das ist diese Ölbohranlage, die wir mal für die Reapers gemacht haben. Da muss ich schon denken, da vorne ist direkt eine Abschussanlage, glaube ich. Ich glaube direkt vor dem Hubschrauber oder direkt dahinter. Ihr hatte mich nämlich damals direkt runtergeholt, als ich ihn starten wollte. Daher nähern wir uns auch erstmal langsam. Oh, ich sehe jede Menge Teile glänzen. Die da vorne haben mich ausgeschaltet, das weiß ich noch. Da war eine. Auf der anderen Seite war auch eine und die einen konnte ich ausschalten. Ich glaube die andere, da bin ich schon drauf gefallen. Ja. Fahnenkreuz wird nicht rot. Wird das da rot? Nee, auch nicht. Aus, oder? Ich fliege einfach mal drüber. Für kaputt sieht's. Ah, die ist kaputt. Machen wir uns nicht lächerlich, die ist kaputt. Feind geortet! Alle Einheiten bei Sichtkontakt feuern! Ja, was wollen die machen? Schon Gewehr runterschießen. Der Eindringling zerlegt jetzt erstmal so ein bisschen die Sachen. Beim Eindringling, dem wird langsam gerade bewusst, dass hier nicht mehr sehr viel Leben drin ist und deswegen kommt der runter und holt sich das, was man holen kann. Nämlich Waffenteile, Fahrzeugteile. Noch mehr Fahrzeugteile. Da oben ist direkt eine Kiste. Wow, Geld. Wir werden heute reich. Feind geortet! Alle Einheiten bei Sichtkontakt feuern!
sind ja nicht mehr sehr viele Einheiten vorhanden. Oh Gott. Alarm! Wir haben hier einen Eindringling. Er muss umgehend gefunden werden. Und Geldkassette. Schnell verstecken hier. Denn hier vorne gibt es direkt das nächste. Einmal um die Ecke Waffenteil. Ich nehme deine Flanke! Oh scheiße. Zu spät gezogen. Aber wir können ja kurz warten, bis sich die Lage beruhigt. Offiziell nicht mehr fahren. Und dann schweben wir direkt neu ein hier. Ne? Zum nächsten Waffenteil. Ich merke gerade, hier ist nicht mehr so viel Teilzeug. Aber ich weiß, wo noch eins ist. Nämlich hier. Da muss noch eins sein. Sag mir bitte nicht hier unten in diesem Scheißloch. Ich glaub's wirklich, ey. Das Ding ist in einem Scheißloch, ey. Gott, ey, wie kommt man als Spieldesigner auf so bescheuerte Ideen? Oh, lass uns mal das Teil mitten in der... mitten im Stollen da verstecken, dann kriegt das keiner. Oh, fickt euch! Genau, er Bastard. Ich sehe mich auch, ich sehe mich gerade zum Kasten rennen. Das war witzig! Ja, und die haben wir ja schon in die Luft gejagt. Was gibt's denn da noch zu tun? Ich wollte jetzt gerade nochmal in die Luft jagen. Und wir fliegen hinauf. Gletscherspalt. Statt direkt oben bei dem perfekten Helikopter. Oh, der hat Raketen, der ist meiner. Oh Leute, jetzt bin ich hier wieder am Verrecken wegen scheiß rumlaufenden verfickten Penner. Und jetzt haben die mich, ja klar, eine Kugel. Klar, nachdem man schon alles weggenommen hat, kämpfen die um ihr nicht mehr vorhandenseinendes Etwas. Und die können auch immer mehr Leute rufen, obwohl ihre eigene Anlage ja voll im Arsch ist. Habe ich das eigentlich geschafft, dass die... Ja, wenigstens ist sie im Arsch gegangen. Ihr Schweinehunde, jetzt konnte ich nicht mehr loslassen. Natürlich nicht ihr, nur der Rechner. Und da sind wir wieder. Das war knapp. Schnappen wir uns wieder ein Heli. Und während wir starten, suchen wir uns das nächste. Boogie-Trender. Gibt schön Bonus, wenn man es zerstört. Hinfliegen. Hinfliegen. Hin dort 1,69 Kilometer ist ja noch relativ nah.
Und wird das jetzt werden, wenn wir mit dem Heli die ganze Palo City Bankenviertel und so, wenn wir das alles unsicher machen. Ich tue mir hier die Rückseite des Palo Falls Casinos, die ich immer noch als irgendwas ansehe, was ich nicht mag. Sehen wir uns erst einmal um. Von hier oben ist es ja noch Radar, jede Menge Radar. Aber wo Radar ist, ist auch meist Flugabwehr. Oder wollen wir sagen, das hier ist die einzelne Ausnahme? Die einzige Ausnahme. Ich könnte wetten, hier ist irgendwo eine Flugabwehrstellung und ich sehe sie jetzt nicht und ihr ärgert euch nachher, weil ich gleich runterfalle und dann wird das wieder länger und ein Sendemast hat der wirklich zerstört. Erstmal mal so durchgucken. Ich meine, ich sehe aus wie ein Militärhubschrauber. Daher darf ich das ja. Aber hier so rumfliegen und mal gucken. Und da. Ich wusste es, hätte ich zu früheilig angegriffen. Hätten diese Schweinehunde mich wieder vom Himmel geholt. Aber nicht mit mir. Jetzt noch, obwohl dieser Helikopter ist ja relativ wendig und schnell, was zur Folge hat, dass wir den Raketen auch eigentlich gut ausweichen müssen. Generator war da. Der Scharfschütze versucht es abzuschießen. Oh Gott, ist der hohl. Oh, der hat das auch versucht. Ach, wo kam der jetzt so schnell her? Komm hoch, du feige Mimme. Komm hoch, ich komm runter. Da kommt wieder schon. Faule Sau. Von oben angreifen ist schwer. Genau, explodiere und fall zum Boden. Und schäm dich. Schäm dich, dass du mich angegriffen hast. Also wirklich, so behandelt man keine Leute, die gerade zu Besuch kommen wollten. Er ist da drüben. Ja, toll. Zeit gesichtet, alle verfügbar. Ich sammle euch jetzt hier mal, ne? Eure Türmchen. Was auch noch. Eindringling. Schon die Privatleute mutig und versuchen mich schon mit dem Raketenwerfer runterzuschießen. 50%, ich schätze mal dann, dass der Rest der Anlage 50% weg sein werden. Hier unten so Scheiß. Und auch noch 50% da laufen in der Portokiste rum. Das Gute ist, beim Überfliegen hier kann ich gut sehen, wo die einzelnen Kisten sind. Da sind zwei. Und da hinten liegt auch einer. Und ich habe gesehen, da vorne zwischen diesen Dächern liegt auch noch was. Leute! Oh, Scheiße, jetzt wird's eng.
Und zwar richtig eng. Scharfschützen in allen Richtungen. Oh, Scheiß. Warum ist hier jetzt wieder hier die ganze Staatsarmee herumlaufen? Ihr habt gar keine Sendetürme mehr. Und euren einfahrbaren Sendeturm im Bunker habt ihr gar nicht ausgefahren. Also verarscht mich hier nicht. So weit schießt kann auch kein Schwein, also von daher. Aber wir sind ja nett und holen uns den dort mit den Raketen. Wir sind ja immer relativ kulant und lassen einem dann immer, ne? Was Schöneres da als das, was sie zerstört haben. Zieht euch, Leute. Ich werde euch jetzt zerstören hier, Leute. Zerstörung werde ich euch richtig schön zerstören. Ich werde euch alles nehmen, was ihr hier am Boden habt. Ob Scharfschützen Luftunterstützung gewährt. Oder Luftunterstützung, die gewährt bekommt. Ich höre so eine Rakete fliegen, da finde ich nicht toll. Wo ist die Luftunterstützung? Jetzt haben wir nicht, die haben ihren Regeln abgeschossen. Gott, sind die hohl. Die holen ihre eigene Helikopter vom Himmel, weil sie denken, ich wär's. Dann im nächsten Heli nachkommt. Der einen dann erstmal noch ein paar Minuten warten lässt und erst dann auftaucht. Ja, ich sehe dich, mein Freund, und ich werde dich hinterhältig raketieren. Ja, das ging so schnell, da hatte er keine Chance mehr. Alle Einheiten, vorrücken! Aber er hatte noch die Chance, neu zu rufen. Nicht schlecht. Jetzt spielen wir dieses Kreiselspiel hier. Das hasse ich an ihm. Die drehen sich 3000 Mal um deine Achse. Leute, ich bin schwerer bewaffnet. Ich habe beides. Gewehre und Raketen. Stürzt lieber schneller freiwillig ab. Schnell wieder an Höhe gewinnen. Senken, sinken, sinken. Steigen und perfekt. Das sieht zwar jetzt beschissen aus. Jetzt nimm die Kiste.
Dann lass das mit dem Helikopter mal lieber sein. Ich hab bloß diese ganzen verdammten... Wir haben hier was! Kriegt Verstärkung! Na toll. Deswegen hasse ich Raketen, Leute. Deswegen. Aber ich werde mich rächen. Und zwar so dermaßen. Das zweite, nee, dritte Mal heute hier. Hm. 64 Armee-Stützpunkt, ja. Wir markieren ihn schon mal, aber... Ich hab gesagt, meine Rache wird nie sehen. Ich brauch Fahrzeuge. Ja, Hauptsache wir haben schon Panzer. Kein Bewaffteli, er wird... Ja, noch eine Stufe weiter und wir können uns auch den Heli bestellen, weißt du? Aber noch sehr gesperrt. Na, wie super. Ich hätte aber lieber den Heli. Okay. Ja, die sieht ziemlich traurig aus, der will sein Heli. Da führt kein Weg drumherum. Was gibt's denn hier? Kreuzung. Man kann Kreuzung. Was hat denn, ey? Ein Rennen gestartet auf der... Boah, ja, das muss ich... Leute, ich bin zwar nicht der Flugzeug-Fanatiker, aber... Nee, nix da rein. Ich will dieses Rennen jetzt machen. Ach, da auf dieser Schneepiste. Oh, ja, ist ja praktisch. Ich habe mich hier gerade schon so gefragt, wo willst du denn hier losstarten? Mitten auf der Straße oder wie? Oh, der Schnee, der ist mir gar nicht eingefallen. Da hab ich gar nicht dran gedacht, dass es hier Schnee gibt. Und dann noch so eine große Laufbahn hier. Oh, toll. Ein Eierflugzeug. Das rückwärts rollt, statt geradeaus zu fliegen. Muss schon cool werden. Du bist gut. Streif ja kaum die Kreise. Relativ einfach, muss ich sagen. Ich habe schon schwerere Flugzeuge gemacht. Deswegen sage ich schon mal, ich bin da drin so scheiße. Das hier ist ja nur hinabsegeln und ein bisschen lenken. Ziemlich viel Abstand zwischen. Ich mal dieses komische, es gibt einen Rayang-Fluss, was ich mal gemacht habe. So oft dran verkackt damals. Sieben haben wir schon. 13 gibt's. Die sind hier diesmal so einfach verteilt, muss ich sagen. Relativ einfach. Jetzt wird's für mich ein bisschen hektisch. Abstände werden kleiner. Jetzt haben wir hier einen großen Abstand. Jetzt kann ich das Flugzeug wieder ein bisschen in ruhige Lage versetzen. Vorletzter Ziel. Scheiße, wo ist das? Ich wollte gerade sagen, aber nicht im Wasser. Geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Wie lange habe ich keine Rennen mehr geschafft? Also aus Flugzeugrennen, ja. Rennen geschafft. Okay. Hm. Gibt es hier noch mehr so Sachen? Westernian Highway. Ja, ich weiß, Leute. Es hieß eigentlich, wir machen heute...
Wie gesagt, ich hatte mir Mo eigentlich ausgedacht. Ach Leute. So ein bisschen davon. Aber die Rennen müssen auch abgearbeitet werden. Das gibt ja schließlich auch Chaos und Geld. Und das brauchen wir ja. Also. Gut geschafft. Also wir sind noch gut ausgestiegen. Das sieht so nach so einem Autobahnrennen aus. Boah, ich liebe sowas. Need for Speed. Oh, Teil. Das war kein Teil, aber Leben. Auch kein Leben. Was laber ich? Leben wäre was anderes. Leben wäre ein Kasten. Wow. Meiner. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Was das ist. Massimille. Massimi. Kavallo. 39 Punkte. Ja, nee, ist klar. Könnt ihr euch noch an das mit 19 erinnern? Das wird bestimmt doppelt so schwer. Ja. Schon habe ich kein Fahrzeug mehr. Gut, dass hier jetzt wieder Fahrzeuge rumfahren, Leute. Ja, was mache ich jetzt los mit dem LKW, ey? Ja, mit dem Ding. Ey, wie das aussieht, ey. Ich fahre ein Rennen mit dem LKW. Ich komme zwar langsam, aber ich komme. Boah, aber der lässt sich gut steuern, muss ich sagen. Den behalte ich jetzt. Schade, dass ich den nicht kaufen kann. So ein LKW, der fehlt doch noch in der Kaufliste. Bullen. Warum müssen die mich jetzt anfahren? Sind die bekloppt? Und dann schreien sie auch, tötet ihn, ey. Warum mit mir ein Unfall? Und ich soll getötet werden. Ja, das ist doch, und auf die Zeit schlagen sie auch noch, die Dreckspenner. Das wird jetzt wieder mal wie bei Need for Speed, ne? Jetzt hast du verloren, weil die meinen, die müssen nämlich reinbrettern, die Vollidioten. Boah. Umdrehen. Jetzt kann ich hier neu anfangen, ey. Und das nur, weil so ein paar Vollpfosten meinen, die müssen Bullen spielen und im Gegenverkehr fahren. Und der LKW fährt hier gerade auch irgendeine Scheiße. Boah. Ein Tag, der nicht gewöhnlich ist. Im Leben eines Erkennen. Das ist heute Ricos kleiner Urlaubstag. Heute macht er Urlaub. Heute darf der mal Rennen fahren und jede Menge Scheiße bauen. Genau, das ist eine Idee. Ich spawn mir gleich ein Motorrad oder klau mir vorher eins. Und fang dann dieses scheiß Rennen an. Ich klau mir jetzt eins. Das ist ja... Ja, die Motorräder halten dann immer sofort an. Oh ja, perfekt. Damit wird das Rennen vielleicht dermaßen einfach sein, ey. Oder auch nicht. Es geht. Karre hier geht. Karre. Und da vorne setzt das Rennen wieder an. Müssen wir wieder ausfahren. Und dann, ne? Ich kann mich ja noch an das Bootrennen erinnern. Boah, ideale Fahrposition. So muss man doch starten in einem Rennen.
so muss man doch wirklich nun ein Rennen starten, indem man sein Auto, ich wollte gerade sagen, jetzt das Auto aber nicht in mein Motorrad gespawnt, oder? Das wäre ja übelst scheiße gewesen. Wäre wahrscheinlich direkt mein Motorrad mit dem Auto explodiert und was das bedeutet, kann sich jeder denken. Dass ich wahrscheinlich sofort verloren hätte. Vielleicht nur Fahrzeugmangel. Und so haben wir ja relativ gute Burg gehabt. Dass jetzt so dunkel wird und hier so ein Verkehr kommt. Das hier ist der Punkt, den wir eben nicht geschafft haben, weil die Bullen uns gerammt haben. Acht von 39 Punkten. Ja, das ist ja schon kein Rennen, das ist ja schon eine Inselerkundungsfahrt. Ich glaube, wenn man das hinter sich hat, dann aus dem Weg! Kennt man bestimmt die ganze Insel. Steig, steh auf. Und spawn dir schnell ein Motorrad. Komm runter, Kollege, nicht reden. Komm runter. Komm runter, schmeiß das Motorrad. Wo ist es? Schmeiß schneller. Schmeiß, wir haben nur 50 Sekunden. Ja, hör auf zu labern. Wenigstens das Motorrad fast nur gut fahren kann. Und ich könnte wetten, wir werden es gleich irgendwo verlieren. Irgendwo werden wir es verlieren. In irgendeinem Bonuspunkt oder so. 39 Punkte, wir haben erst 13. Was? Knapp ein Drittel gehabt, ey. Ich sag, wir haben jetzt ein Drittel und einen Punkt. Oh Gott, jetzt schlägt meine Erkältung wieder zu. Wie soll man das denn machen? War keine Rampe. Was soll man denn sonst über die Brücke fliegen? Der Springsatz hinter sich schwer fliegt, weil er so hoch. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel... Oh. Es quält mich jetzt, dass ich da diese Teile nicht mitnehmen konnte. Ohne Scheiß, das hat mich jetzt wirklich gerade so ein bisschen genervt. Nervt, gequält, alles gleichzeitig. 21, meine Güte, das geht ja schnell. Die Punkte sind auch nah beisammen. Wo kommen wir gleich bei diesem Rennen aus? Ich glaube, da werde ich mir das nächste Dorf suchen, was ich auf der Karte habe, und werde es ausrollen. Und zwar komplett. Oder weniger auf unserer Karte. Auf unserer Anzeige. Der nächste. Schon wieder zwei Stück, ey. Ich glaube, ich fahre gleich die ganzen Autobahnen ab und sammle die ganzen Scheißteile ein. Aber vorher plündere ich gleich das
nächste Dorf, was ich sehe. Glück gehabt. Was wir an Zeit haben. Wir haben mehr Zeit herausgefahren, das ist ja... Zeitleistung wünscht man sich bei denen. Na klar. Okay, da war jetzt kleiner Physikbug, aber da scheißen wir drauf. Aus der Pfeil in die falsche Richtung gezeigt hat, da scheißen wir auch drauf. Boah, jetzt kommen hier Abstände zwischen den Dingern, deswegen hatten wir diesen Zeitdingens. Ich wollte schon sagen, diese Zeitabstände wünscht man sich ja zwischen den Mautstellen, aber geschissen, jetzt werden die Abstände der Ziele größer. Das haben die garantiert gemacht oder ja, wir legen uns mal auf das Motorrad drauf und geben Vollgas. Ja, ich wollte gerade sagen, hier nehme ich aber leicht mit. Und eine Brücke und da werde ich jetzt gleich blöd. Ich will die Teile haben. Unbedingt. Und da drüben liegt das zweite und wenn du mich platt fährst, bist du dran. Ja, maximal Gesundheit erhöht. Das war immer nur so ein halber Millimeter, aber ich fordere mein Motorrad ein. Wo ist es? Da vorne ist es. Es leckt gerade durch den Boden. Und dort vorne ist die nächste Ortschaft, die ich ausrauben werde. Ne, die Ortschaft erst ist da vorne. Und ja, jetzt wird ja angegriffen wegen gar nichts, Leute. Ja, Frostblei, wofür? Ich habe euch gar nichts getan. Ich wollte nur mal schnell mein Motorrad abstellen. Steht denn das wieder mal keiner? Sterbt für euer Unverständnis mir gegenüber. Genau. Leute, wenn ihr auf mich schießt, ich kann mir auch andere Fahrzeuge bestellen. Okay Leute, für diesen Fall kann man sich auch Fahrzeuge bestellen. Wir schweben hier kurz und bestellen uns jetzt. Hier vorne bestellen wir uns jetzt das Fahrzeug. Nachdem wir uns dieses Waffteil besorgt haben, stellen wir uns jetzt dieses Fahrzeug. Komm runter. Ich bin Starter. Ich brauche eine kleine Überraschung für die Freunde. Die werden sich wundern. Und jetzt kommt er wieder mit dem Pocket-Format der Sachen, die aus seinem Heli rausfallen. Flum! Ja, schaltet ihn aus, Junge. Genau, schaltet mich mal aus, ne? Ihr denkt ja dran, ich hab nur einen Panzer. Extra starke Panzer, ne?
das war's für euer Auto. Tu dich weg. Tu euch beide weg. Genau, explodiert einfach. Noch einer, der seinen Senf dazu gibt, ja. Boah, ich fahr nicht mehr geradeaus, ich roll rückwärts. Ja, Leute. Solch starke Beschuss seid ihr nicht gewachsen. Auch nicht mit Autos, Leute. Vergesst es. Es ist euch unmöglich, gegen mich anzukommen. Auch du mit deinem scheiß Motorrädchen da. Auch zu schießen auf mich. Warum rollen wir wieder rückwärts? Gib Gas, gib Stoff. Nix halt. Was? Wow. Oh, Grafikleck. Oh, scheiße. Ja, da ist Just Cause 2 gerade mal abgeschmiert. Und, naja. Toll, jetzt stehen wir hier ohne Panzer. Haben wir wenigstens das Geld nicht investiert? Doch, haben wir. Toll. Aber der automatische Speicher hat wenigstens mitbekommen, dass wir das Rennen gemacht haben. Und den ganzen Kram auch. Hat sogar die Ansiedlung noch mitgespeichert, also von daher geht's. Ich guck gerade mal auf die Uhr. Da das hier gerade gecrashed ist und ich jetzt eigentlich eher kurz gucken möchte, warum das gecrashed ist. Weil ich mit sowas sehr eigen bin. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich jetzt schon dran bin, aber dann gibt es halt mal einen kürzeren Teil als eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Bitte ich euch mir das zu verzeihen und ja. Halt bis zum nächsten Mal. Euer Sauce. Ciao.